Ruhe zusammen. Ich weiß gerade nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ich bin heute von der Arbeit rausgekommen. Ich bin gelernte Altenpflegehelferin. Also ihr könnt euch schon denken, um was es geht. Ja. Ich kam heute aus der Arbeit raus, kam ein sehr netter Mensch auf mich zu. Meinte, fragte mich, wie lange ich den Beruf schon mache, sag ich. Ich habe vor 6 Jahren angefangen zu lernen, vor 5 Jahren ausgelernt. Also ich bin in dem Beruf jetzt eigentlich 6 Jahre. Und er meinte, ja, wie es mir gefällt. Ist ja nicht das erste Mal, wo mich das befragt. Aber da ja momentan diese Debatten und Diskussionen über Pflege ist und ob es untergeht oder nicht oder bla 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 etc. Pipi, kam ich so ins Grübeln heute. Bis jetzt sagte ich zu jedem, ja, passt, gefällt mir, super. Aber ganz ehrlich, der Beruf an sich gefällt mir sehr gut. Also ich helfe alten Menschen unheimlich gern. Ich gebe den alten Menschen gerne was zurück, was sie für dieses Land, für uns alles aufgebaut und ermöglicht haben. Aber die Umstände, die ermöglichen einen das nicht, dass der Beruf mehr Freude macht. Das ist jetzt meine Meinung. Ich habe den zu meiner Ausbildungszeit lang ist her. Naja, so lange auch. Naja, ist ja jetzt auch egal. Habe ich sie unheimlich gern ausgeübt. Mir hat der so viel Freude bereitet. Wenn ein Mensch, ein alter Mensch mich einfach gefragt hat, und wie war dein Tag? Hier ist ein Stück Schokolade. Setz dich doch mal her. Und ich wirklich 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit hatte, um mich hinzusetzen und mit dieser Person wirklich zu kommunizieren. Mich mit der zu unterhalten. Das ist heutzutage fast unmöglich. Ja. Wir wissen ja alle, wo die Probleme sind. An Personalmangel und ach, was weiß der Geier, und die Bezahlung. Die Probleme sind ja nicht neu, die bestehen ja schon seit vor meiner Ausbildungszeit. Und es wird sich auch, meiner Meinung nach, die können so viel darüber diskutieren, wie sie wollen. Ohne Scheiß, die können so viel diskutieren und verhandeln und was weiß der Geier. Aber umso länger die verhandeln und diskutieren und etc. pp., umso länger die das machen, umso mehr Probleme und umso mehr negative Schlagzeilen über die Pflege tauchen auf. Weil es werden ja keine Lösungen umgesetzt. Aber es kommen ja immer mehr ältere Menschen. Und die Probleme bleiben ja. Und die Probleme werden ja noch größer und ziehen sich noch weiter hin. Und meiner Meinung nach, dieses Thema, geht die Pflege unter? Die Pflege wird, keine Ahnung was, vernichtet oder was es nicht alles heißt. Die Pflege wird trotzdem nie untergehen. Es werden miserablere Zeiten kommen, ja. Aber trotzdem wird die Pflege nie untergehen. Weil es trotzdem immer irgendwelche Leute geben wird, die einfach zu gut sind und den Beruf trotzdem weiterführen werden. Aber die Leute tun mir dann leid, weil die werden dann selbst einmal wirklich krank werden. Und für diese Leute, die wo sich krank machen für den Beruf, denen wünsche ich von Herzen, dass die genauso gepflegt werden, wie sie pflegen. Jetzt im positiven oder negativen Sinne, je nachdem. Aber an sich, mir tun einfach nur die Bewohner leid oder die Patienten und die Pflegenden. Ja doch, die Pflegenden und die Gepflegten.
Die sind die Gearschten, auf Deutsch gesagt. Und die Politiker, die reden einfach nur um einen heißen Brei rum und um weiter nichts. Versprechen Sachen, halten sie doch aber eh nicht ein. Und deswegen schaue ich mir, wenn hart, aber fair und über dieses Pflege. Thema ziehe ich mir ganz ehrlich gar nicht mehr rein, weil da kommt nur heiße Luft dabei raus. Finde ich jetzt. Ich meine, ich habe mir gesagt, ich habe jetzt erst vor kurzem eine neue Arbeitsstelle angetreten. Einen neuen Betrieb. Aber, also ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir wirklich super. Darf mir wirklich nichts sagen, aber ich bin auch neu. Können. Schauen wir mal, wie es in ein paar Monaten läuft. Nee, aber ich schaue mir das Zeug gar nicht mehr rein, weil ich könnte mich da grün und blau ärgern, was manche Leute wirklich von sich geben. Das ist der Brüller. Und die haben da nicht einmal was mit der Pflege wirklich zu tun. Naja, gut. Mir tun einfach, wie gesagt, auch in Krankenhäusern ist das gleiche Spiel. Krankenhäuser, Pflege, sogar oft in Kindergärten oder ja, Betreuung. Naja, Betreuung kann ich jetzt nicht so mitreden. Aber ich sehe es auch oft eben in Kindergärten, in sozialen Bereichen, die. Man kann eigentlich doch wirklich sagen, es betrifft nicht nur den Pflegebereich. Der Pflegebereich ist einer der krassesten Fälle, der krassesten Berufsfelder, die von diesen Sachen betroffen sind. Es gibt aber auch andere Berufsfelder, denen wo es auch nicht einfach ist. Also es ist nirgendwo einfach, finde ich. Und man muss einfach in den Job, was man arbeitet, muss man einfach sein Bestes geben. Man muss sein Bestes geben, es muss einen Spaß machen und man muss mit Kollegen und Patienten, Bewohnern, Kunden etc. pp. Auskommen können. Weil man weiß doch eigentlich im Vorhinein, was man lernt. Oder während der Ausbildung, was man in diesem Beruf braucht, was man wissen muss, um den Beruf auszuüben. Gefällt mir der Beruf nicht, dann lasse ich es doch einfach sein und mache dann nicht weiter und mache dann aber auf krank oder was weiß ich und lasse es dann an die anderen aus. Zum Beispiel. Ach, ich muss mich jetzt mal auskotzen, sorry, aber. Wenn ich das eben immer höre über, hast du das in hart und fair gehört und etc. und da und da und das hat der und der gesagt, dann denke ich mir, meine Fresse, das ist doch nichts Neues, warum regt ihr euch da drüber so auf? Es wird seit Jahren, es ist immer das gleiche Thema und es wird immer das gleiche Thema bleiben und die Leute werden immer das gleiche sagen. Schluss, aus, Ende und ich will davon nichts mehr hören. Ich will erst was hören, wenn ich sehe, dass sich was ändert. Dann will ich was hören. In diesem Sinne, macht's gut. Bis später. Tschüss.